19:30 Landesschau aktuell. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Unsere Themen an diesem Donnerstag in Rheinland-Pfalz sehen so aus. Mehr Geld von Merkel. Warum Ministerpräsidentin Dreyer und ihre Länderkollegen hart verhandeln um Geld für die Integration von Flüchtlingen. Sicherheit für Haus und Hof. Wie die Innenminister Einbrechern das Handwerk legen wollen und warum Rheinland-Pfalz besonders gefährdet ist. Land unter. Was der viele Regen für die Landwirtschaft bedeutet und wie Bauern und Winzer mit Hagel, Regen und Co. umgehen. Und mehr Nachrichten gibt's später zusammengefasst von Florenz Herbst. Schönen guten Abend. Seit Monaten streiten sich Bund und Länder um die Kosten für die Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Inzwischen ist man sich zwar etwas entgegengekommen, zwischen den Vorstellungen der beiden Lager liegen aber immer noch mehrere Millionen Euro. In Berlin haben die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel heute weiter verhandelt. Eine Einigung wollte im Vorfeld aber niemand versprechen. Mehr von Johanna Wahl. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin und ihre Kollegen im Kanzleramt. Es ist der Höhepunkt zäher Verhandlungen. Jede Menge Diskussionsstoff also zwischen Bund und Ländern heute im Kanzleramt. Aus Berlin live zugeschaltet ist jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Johanna Wahl. Johanna, noch ist das Treffen nicht vorbei, ist denn aber schon etwas durchgesickert? Na, noch nicht viel bislang. Wir warten hier noch auf die Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Fakt ist aber, dass der Bund wohl komplett die Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge übernehmen wird, die noch ohne Job sind. Das bleibt bislang großenteils an den Kommunen hängen und darum fordern die das schon länger, diese Entlastung. Außerdem wird der Bund eben sich bereit erklären, wahrscheinlich sich stärker an den Kosten für unbegleitete Jugendliche zu beteiligen. Da ist aber noch strittig, ob er das mit einem einmaligen Betrag tun wird, wie er das selbst anbietet oder ob er, wie die Länder das fordern, dauerhaft tun wird. Und die ganz große Frage ist natürlich, wie viel wird der Bund den Ländern insgesamt zusätzlich zukommen lassen zur Bewältigung der Flüchtlingskosten? Der Bund hat 2 bis 3 Milliarden angeboten, den Ländern schwebt aber eher eine Summe von 8 bis 9 Milliarden vor. Was ist denn sonst noch das Schwierige an den Verhandlungen? Ja, Bund und Länder streiten seit Wochen eigentlich darum, was eigentlich zu Flüchtlingskosten zählt im engeren Sinne oder insgesamt und was nicht. Der Bund hat bei seiner Kostenaufstellung zum Beispiel aufgelistet, auch Kosten für humanitäre Einsätze und für Bundeswehreinsätze, also zur Fluchtursachenbekämpfung. Und da sagen die Länder, was bitteschön hat das mit Flüchtlingskosten im engeren Sinne zu tun? Und der Bund wiederum, der stellt in Frage, ob wirklich alle Kosten für Personal, das die Länder aufzählen, zusätzlich bei Polizei, Schulen, Kitas, ob das wirklich zusammenhängt mit Flüchtlingen. Kurz zum Schluss, morgen geht es im Bundesrat um das brisante Thema sichere Herkunftsstaaten. Gibt es da schon einen neuen Stand? Na, auch da ist bislang keine Einigung bekannt geworden. Da gibt es im Grunde verschiedene Möglichkeiten, die denkbar sind. Entweder der Bundesregierung gelingt es jetzt heute Nacht noch oder heute Abend, mindestens 3 grün mitregierte Länder auf ihre Seite zu ziehen. Dann gäbe es eine Mehrheit morgen im Bundesrat. Dann könnte das Gesetz den Bundesrat passieren. Das ist aber nach jetzigem Stand eher unwahrscheinlich. Oder es gibt eben keine Mehrheit morgen im Bundesrat. Dann würde das Gesetz scheitern. Und man könnte den Vermittlungsausschuss anrufen. Der ist extra dafür da, um eben bei Streitfragen zu vermitteln. Und eine Variante, die scheint mir im Moment am wahrscheinlichsten wäre, dass man das Thema ganz von der Tagesordnung morgen nimmt. Dann blieben nämlich weitere 3 Wochen bis zur nächsten Bundesratssitzung, um noch nach einer Lösung zu suchen. Danke für diese Einschätzung nach Berlin, Johanna Wahl. Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt seit Jahren, die Aufklärungsquote allerdings nicht.